Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Shoki Banuki New Television Global News. Ja, und auch heute ruft mir wieder jemand irgendwo auf der Welt an. Und wer das ist, da dürft ihr erstmal ganz gespannt sein. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, denn der Sascha, der ja sonst hier sitzt, der ist ja jetzt gerade gar nicht hier. Und da gucken wir doch mal. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Da ist er. Ich versuche ihn jetzt mal anzurufen und wir schauen mal, wo er ist und was er gerade macht. Vielleicht für euch einen kleinen Tipp. Wir haben heute den 15.07.2018 und dem einen oder anderen, vielleicht Fußballfan, wird das was sagen. Hallo? Ah, es klingelt, alles klar, ich bin gespannt. So. Hallo Marc! Hey Sascha, wo bist du? Mensch, ich bin kurz nach dem Finale in Kroatien. Ich habe in Kroatien das Finale geguckt und leider ist nichts geworden. Ich habe es natürlich auch mitverfolgt und jetzt wisst ihr natürlich auch, wo Sascha ist. Er ist in Kroatien. Ganz genau bist du, glaube ich, in Pula, ne? Ist das richtig? In der Nähe von Pula bin ich, ich habe das Finale in einer Strandbar geguckt mit einigen Kroaten und mit einigen Touristen und sowas. Wir sind natürlich alle voll die Kroaten-Fans. Und es war hochdramatisch und die Franzosen haben es eigentlich nicht verdient. Nee, wirklich, also wirklich nicht. Also ich meine, wer uns so ein bisschen kennt und uns so ein bisschen verfolgt, der weiß ja, dass ich der absolute Fußballexperte bin. Nicht. Ja. aber selbst ich muss sagen, die Kroaten hätten es wirklich verdient gehabt. Ganz klarer Fall. Die Franzosen hatten auch eine Menge Glück, ne? Klar. Ne? Also ich muss mal sagen, Kroaten müssen definitiv als Meister, Weltmeister der Herzen definiert werden. Ja. Weil das, was die Franzosen geliefert haben, die haben halt teilweise wirklich gut verteidigt. Aber ansonsten haben die halt nichts gebracht. Jeder Schuss ein Treffer. Dummerweise hat der kroatische Torwart wirklich nicht gut ausgesehen bei den verschiedenen Treffern. Ja. Aber ich sag dir, also was die Kroaten heute abgefeuert haben, es war wirklich, wirklich gut. Und die haben echt besser gespielt. Die haben, glaube ich, 16-7 Torschüsse, 70% Ballbesitz. Ja. Das kann ja nicht sein. Ja, und ich habe mitgefiebert ohne Ende, ehrlich. Wir waren in der Strandbar, haben wir ungefähr mit 50 Personen das geguckt. Es war super Stimmung gewesen. Ja. Aber leider nach dem Sieg von Frankreich ist natürlich jetzt nicht so das Finale gewesen, das wir uns erhofft hatten. Ja, schade. Ich denke mal, die Kroaten sind jetzt auch alle sehr traurig. Und schade. Ich hoffe, gar nicht. Also ich muss sagen, ich habe mit ein paar Kroaten gesprochen. Die sind jetzt nicht unbedingt traurig, weil die Mannschaft hat ein super Spiel abgeliefert. Die sind total stolz auf ihre eigene Mannschaft. Können sie auch sein, deswegen, können sie definitiv auch sein, jawohl. Ja. Das können sie auch sein. Und deswegen wirklich. Ist es alles gut, Sie wissen, sie sind die beste Mannschaft gewesen im ganzen Turnier, weil was die Franzosen da abgeliefert haben heute, war jetzt nicht so richtig geil. Ja, das stimmt. Der Spielverlauf mit dem Handspiel vom Pass, Petre, wie heißt er? Ach, scheiße, egal. Der das Tor geschossen hat auf jeden Fall. Ja. Der ist 1-1 geschossen und dann leider die Hand gemacht. Also bei dem Handspiel muss ich auch sagen, das kann man in beide Richtungen geben. Also es kann auch kein Elfmeter sein unbedingt. Und da hast du jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen so den Nachteil jetzt vom Videobeweis, also meiner Meinung nach. Ne? Ich habe ihn zwar auch immer gefordert, aber jetzt sieht man mal, es ist nicht immer ganz so optimal, wenn du jetzt nochmal einen Videobeweis hast und so mal deinen ersten Instinkt damit auch so ein bisschen... Ja, das war irgendwie so, kam immer drauf an, aus welcher Perspektive man das gerade gesehen hat. In der einen Perspektive hast du gesehen, die Hand geht ja nach unten, da wo sie aus hin soll. Ja. Und in der anderen Perspektive hat es ausgesehen, als wenn er den Ball weggeschlagen hätte. Also das war irgendwie so ein bisschen komisch. Ja. Aber wie der Trainer von Nigeria ja eben gesagt hat, die FIFA sagt ganz klar, Arm vom Körper weg ist halt dann in dem Fall einen Elfmeter zu geben, klar. Naja, aber die Hand geht ja zum Körper runter, damit er sie wieder in Sicherheit bringt. Ich weiß nicht. Also ich habe natürlich die rot-weiße Brille auf, ist ja klar. Natürlich. Deswegen ist es so ein bisschen parteiisch, aber... Ich kann dich ja jetzt nicht sehen, weil wir ja nur telefonisch verbunden sind. Ich bin hier am Strand. Ich habe in der Strandbar geguckt. Ne? Du bist in der Strandbar. Und dann kannst du uns ja ein bisschen was zeigen. Alles, ja, richtig schön, Wasser im Hintergrund, ich zeig das mal. Ja, natürlich, der Strand ist jetzt relativ leer gefegt, weil natürlich alle Leute Fußball geguckt haben. Ja, na klar. Die waren alle bei mir in der Strandbar oder halt in anderen Strandbars gewesen. Und da war richtig gute Stimmung gewesen. Und
Und das Interessante war halt kroatisches Fernsehen. Verstehst kein Wort. Ach so, auch die Kommentatoren waren dann auch auf Kroatisch. Ach so. Natürlich, alles okay, auf Kroatisch, okay. Ja klar. Verstehe, ja. Ja, cool. Naja, cool, aber, sehr cool. Aber war auf jeden Fall ein Erlebnis, muss ich ehrlich sagen. Finale in Kroatien geguckt zu haben, ist wirklich eine coole Sache. Schade, leider nicht Weltmeister geworden, aber ja. Weltmeister der Herzen, definitiv. Das definitiv. Muss in die Welt hinausgehen. Kroatien ist der Fall. Weltmeister der Herzen, 100%. Auf jeden Fall. Und die haben auch eine sehr gute Figur abgegeben über das ganze Turnier. Also das kann man nicht anders sagen. Also super. Musstest du dir anders gewünscht. Und das Spiel war so spannend, dass ich gar nicht viel trinken konnte. Ich habe 2 Bierchen getrunken. Normalerweise trinke ich bei so einem Spiel, bei einem normalen nicht. Spiel trinke ich, ja, bei einem normalen Spiel trinke ich normalerweise 5-6 oder sowas. Ja, eben. Aber, keine Zeit zum Saufen, das gibt's doch gar nicht. Schoki Banoki hier, guck mal, hier, wir werden erkannt. Hey, Schoki Banoki Fanclub, sau. Ich habe auch extra das T-Shirt an, man sieht's nicht immer hier. Ich habe extra unser T-Shirt angezogen, jawohl. Musstest du dir denn als Deutscher, musstest du dir da auch so ein paar Sprüche schon anhören wegen unserer Mannschaft oder halten die sich da alles zurück? Gut. Ja, alles gut. Alles gut. Also, wenn du dich als kroatischer Fan outest, dann sagen die alle, wie geil ist das denn? Ja, cool. Ja, cool. Ja, die sind da sehr. Nee, die machen gar keine Sprüche, weil die haben über Jahre hinweg haben die ja die Sprüche sich selbst anhören müssen. Deswegen sagen die jetzt immer auch keine Sprüche. Genau, aber als Deutscher, die wissen ja, wie Leiden geht. Ja, na klar. Ich war selber schon mal ein halbes Jahr da unten, weißt du. Das sind alles sehr nette Leute, sehr freundlich. Mit denen kommt man echt gut klar. Ja. Super. Du sag mal schnell, jetzt mal ein bisschen weg vom Fußball. Pula oder die Umgebung von Pula, was kann man sich da angucken, außer dem Strand? Gibt es da noch irgendwas, was du jetzt ja, hier musst? Ist überall, kann also hier kannst du von Pula weg in den Norden fahren und da hast du dann entsprechend direkt geile Strände. Das sind alle Steinstrände, aber es sind geile Strände, die sind nicht so überlaufen. Da, manche Orte natürlich ja, da sind ein paar Touristen, aber nicht so wahnsinnig viele. Ja. Und wenn du dann wenn du so ein bisschen antizyklisch denkst, morgens früh kommst und abends spät auch kommst oder sowas und in der Mittagszeit mal weggehst, da sind die Strände echt fast leer gefegt, ohne Scheiß. Ja, cool. Also wirklich kann man nur empfehlen. Sehr gut, sehr gut. Okay, also wenn ihr da draußen mal Urlaub machen wollt in Kroatien, fahrt in die Nähe von Pula. Wenn ihr irgendwelche anderen Tipps habt in Kroatien, was man unbedingt gesehen haben müsste, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare rein. Wir sind da sehr interessiert und mal gucken, was ihr so wisst. Ne? Ja. Ja, das ist jetzt hier Kroatien gewesen nach dem Finale. Leider nicht so euphorisch, wie ich mir das erhofft hatte. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn schade. Für Weltmeister. Ich sage mal wir, weil ich ja Kroaten-Fan war jetzt bis zum Schluss oder nachdem Deutschland rausgeflogen ist. Also wenn wir Weltmeister geworden wären, wäre es geil gewesen. Jetzt, wo die Franzocken Weltmeister geworden sind, kacke, Mist, verdammt, ärgern. Ja, alles klar. Hast du uns was mitzuteilen? Sascha, willst du so irgendwas sagen? Warte mal, ich überlege mal. Nein. Nein, okay. Dann würde ich sagen, mach dir noch eine schöne Zeit da unten. Ja? Komm gesund wieder zurück. Ich glaube, du bist mit dem Auto runtergefahren, ne? Natürlich, nur mit dem Auto, ist ja klar. Ich fahre natürlich auch wieder antizyklisch, so wie mit dem Strand. Ne? Nachts über die Grenze kommst du in 10 Minuten drüber, kein Problem. Ja. Tagsüber wartest du 4 Stunden, ohne Scheiß. 4 Stunden, wow. Das ist natürlich schon, das ist schon heftig. Ja, gut, ihr Lieben, das war für euch der Sascha aus Kroatien für Shoki Banuki New Television Global News. Bis zum nächsten Mal, sagt der Marc und Cheerio, Miss Sophie. Tschüssi.